City ist weg. Millionen Bewohner. Das ist nur der Anfang. Brainiac hat den Planetenkern manipuliert. Krypton wird nicht mehr lange durchhalten. All deine Forschung. Kannst du denn nichts dagegen tun? Deshalb sind wir hier. Ein Raumschiff? Daran hast du gearbeitet? Dein Onkel Jor-El hat einen Planeten entdeckt, auf dem wir leben können. Weit weg von Brainiac. Es gibt genauso ein Schiff für deinen Cousin Cal. Aber Cal, er ist noch ein Baby. Und deshalb musst du ihn schützen. Vermittle ihm unsere Werte. Ich soll ihm... Was ist mit dir? Nein. Nein. Nein, ich lass dich nicht zurück. Bitte, bitte zwing mich nicht. Ich kann nicht mitkommen, aber du wirst nie allein sein. Du bist aus dem Haus L, Kara. Einem Haus der Hoffnung. Vergiss das niemals. Verliere nie die Hoffnung. Rein da. Die Jahre der Verbrechensbekämpfung haben mich eines gelehrt. Jeder Schurke sieht sich selbst als Held seiner Geschichte. Superman war da keine Ausnahme. Der Joker hat ihn vergiftet, täuschte ihn, damit er seine schwangere Frau Lois tötete und die Bombe auslöste, die Metropolis zerstörte. Als Superman den Joker umbrachte, verstand ich warum. Wir alle taten das. Aber nachdem er diese Linie überschritten hatte, gab es einfach kein Zurück mehr. Er gab sich selbst und der Justice League ein neues Hauptziel. Verbrechen zu verhindern, bevor sie geschehen. Koste es, was es wolle. Aber letztendlich führen ihn seine guten Absichten auf einen Pfad der Tyrannei. Und des Bösen. Und so wurde unser größter Held. Plötzlich unsere größte Bedrohung. Selbst wenn Superman die Verbrecher aus Arkham holt, sie sind die Schlimmsten. Er wird sie töten, Damian. Klingt nach Gerechtigkeit. Töten ist keine Gerechtigkeit. Superman kann das nicht erkennen. Er trauert. Er muss noch heilen. Und wer ist Gotham gewesen? Hätte der Joker mich erwischt? Deinen eigenen Sohn? Klar, dass du das sagst. Es reagiert nicht. Wir werden zur Betthöhle gebracht. Bereit zum Absprung. Schuss, Cyborg. Ich tu dir nur weh, wenn ich muss. Das wirst du wohl müssen. Meine Freunde waren Metropolis Batman, Starfire, Beast Boy, tot. Wenn wir das tun, wird so etwas nie wieder geschehen. Du bist zu Recht wütend. Aber das ist kein Freibrief. Und die Justice League ist kein Todeskommando.